Experiment sollte Angstzustände bei Geiselnahmen simulieren und geriet vermutlich aus dem Ruder. Das äußerste Opfer im Dienst der Gemeinschaft ist es, den Feind zu zerstören, indem Suizid begangen wird, um die Kolonie zu verteidigen. Viele Ameisenarten sind auf die eine oder andere Weise bereit, diese Kamikaze-Rolle zu übernehmen. Aber keine tut dies dramatischer als die Arbeiterin der Anoplolepis gracilibus. Zwei Entomologen haben in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entdeckt, dass diese Ameisen aufgrund ihrer Anatomie und ihres Verhaltens wandelnde Bomben sind. Zwei sehr große Drüsen, gefüllt mit giftigen Absonderungen, gehen von der Basis ihrer Unterkiefer bis ans Ende des Körpers. Wenn die Ameise während des Kampfes durch feindliche Ameisen oder durch einen angreifenden Fleischfresser stark bedrängt wird, zieht sie ihre Unterleibsmuskeln heftig zusammen, wodurch die Wand des Körpers zerplatzt und das Gift auf den Feind gespritzt wird. Drama, Baby. Und die Tür im Audimax ist zu. Ein Hörspiel von Studierenden der Uni Wittenherdecke unter Federführung von Ulrich Land. Mit Martha Laura Suska über Ameisen, Pia Marie Hartmann als Sonja Rode, Theodor Winkler als Stefan Rode, Jakob Müller als Jonathan von der Linden, Michael Meyer als Spyros, Arne Hübscher als Wachtmeister Kaschube, Julian Müller-Schwefe als Präsident Peer Rücke und als Chef des SEK, Janina Klinger als Funkerin und als Cecilia, Nadine Rommerswinkel als Theresa und als Frau Hasenkötter, Annika Bungarten als Rita Roswitha Schulte-Möller, Ulrich Land als Kalle Lohse, Julia Mann als Miriam, Jana Sabrina Jensen als Caroline und als Renate, Miriam Karcher als Susanne, Annik Martin als Annika und viele andere. Musik Theodor Winkler, Regieassistenz Annik Martin, Schnitt und Ton Michael Meyer und Theodor Winkler, Regie Ulrich Land und Theodor Winkler.